Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow of the Colossus. Heute mit dem Koloss namens Phaedra. So. Man darf hier sich nicht vertun und dort ein bisschen abbiegen, weil man so das Licht annimmt. Denn wir müssen hier in diese Gebirgskette hineinreiten, sag ich jetzt mal so blöde. Dementsprechend wäre es schlimm, wenn man falsch abbiegt. Sonst rennt man den ganzen Weg falsch und darf dann hinterher wieder umdrehen. Also man sieht's. Das Schwert weist einem wenigstens sehr, sehr genau den Weg. Das ist immer gut. Ist das hier staubig oder dunkel? Schwer zu schätzen. Ich denke mal dunkel. Es ist sogar beinahe so dunkel, dass ich kaum erkenne, was ich hier mache. Aber egal. Wir reiten. Und ihr habt gesagt... Ja, zumindest nehme ich jetzt mal an, dass das auch so bleibt. Ja, wir wollen die Wege sehen. Und es wurde sogar gesagt, es ist eine gute Idee, dann schreibst du einfach rein, wo welcher Boss anfängt. Beziehungsweise, was heißt welcher Boss anfängt? Wo der Boss anfängt. Dann kann man ja im schlimmsten Fall skippen. Und das werde ich auch so beibehalten. So, Phaedra ist der nächste Koloss, der auf meiner Liste steht von ich kann sie nicht leiden. Es gibt ein paar, aber Phaedra ist unter anderem einer. Sieht zwar so ein bisschen aus, als könnte man hier nicht gut mit Aggro durch, aber das geht. Man kommt hier mit Aggro sehr gut durch eigentlich. Dementsprechend werde ich jetzt auch hier weiter mit ihm reiten. Na komm, beweg dich. Immerhin sind wir hier so in knapp 2 Minuten beim Koloss angekommen. Also zeitlich gesehen funktioniert das ja dann noch paartechnisch sehr gut. Zumindest was das Heranreiten angeht. Also wir sehen hier ein paar... Ich habe immer gesagt, das sind Gräber. Ich weiß nicht, ob es wirklich Gräber darstellen sollen, aber es sieht aus wie Gräber. Bleiben wir bei Gräbern. Aggro selber brauche ich in diesem Kampf nicht. Wir wollen nur den Koloss erwecken. Und da steht er auch schon, oder liegt, oder schläft, oder wie auch immer. Er pennt halt! Das ist ein Bonk-Chikabok-Ma-Boss, denn er hat hier so richtig coole Zöpfchen. So. Das ist Phaedra. Phaedra ist... ein Pferd. Ich glaube, das ist sogar beinahe lateinische Pferd, aber das hieß nicht ganz Pferd. Egal. Also Phaedra ist unser nächster Koloss und wir müssen ihn zu einem bestimmten Angriffsmuster bringen, was ich so ziemlich nie hinkriege. Also das kann ein bisschen dauern, bis ich da mal wieder raufkomme. Wir ärgern ihn natürlich jetzt ein bisschen, damit er auf uns aufmerksam wird. Und dann springen wir hier herein. Das ist so ziemlich das, was wir machen müssen. Wir müssen darauf hoffen, dass er das andere Grab ein wenig malträtiert, sage ich jetzt mal. Damit wir auf ihn drauf können, aber... Phaedra ist so ein Boss, der macht das ungern das, was ich möchte. Wie ihr seht, er ignoriert das Grab völligst und läuft gerade sonst wohin. Schwer zu sagen, ob er mich jetzt bemerkt hat oder nicht. Also er hat bemerkt, dass ich ihn in den Hintern geschossen habe, aber ich weiß nicht, ob er bemerkt hat, dass ich hier hinten stehe und ihn nerven möchte. Beweg dich! Gott! Na, dann können wir schon mal die Schwachstellen untersuchen, irgendwo am Kopf und an der Seite oder sowas. Er steht aber mal wieder so, wie ich das nicht haben will. Nein, das nervt mich schon wieder. Er muss im Prinzip versuchen, ins Grab zu schauen. In eins dieser Gräber, sag ich jetzt mal so. Aber, wie gesagt, er macht es eben sehr selten. Man kann eigentlich sehen, sobald er ins Grab schaut, können wir hinten an seinen Schwanz hinaufklettern. Man sieht sehr schön, dass es da eine kleine Plattform gibt. An dem Stummelschwänzchen. Und mit dessen Hilfe kommen wir eben auf Phaedra drauf. Allerdings sollte Phaedra dann auch mal endlich irgendwas machen. So, mach inne. Guck ins Grab. Und lass mich drauf oder so. Ja, oder mach gar nichts. Super.
Genau das ist das, was ich an Phaedra nicht leiden kann, dass er... Er ist ja nicht mal unberechenbar, er macht halt nur nicht das, was ich will. Und das ist für sowas immer sehr unpraktisch. Wenn der Boss nicht das macht, was man will, um, naja, hochzukommen eben. Das ist immer sehr problematisch. Na, es gibt jedenfalls vier Gräber, in die wir gehen können. Was auch schon mal sehr gut ist. Ich rufe einfach mal Aggro, weil ich kann. Aber ihr seht, er macht immer noch nicht das, was ich will, sondern steht da einfach nur blöde rum. Phaedra ist wirklich ein ätzender Boss. Ah, ah, er macht... Ne, macht er nicht. Er fummelt im Grab rum. Das ist nicht das, was ich will, aber... Naja, vielleicht hat er da mal Bock, ins Grab zu gucken. Ja, hat er sogar. Sehr gut. Und damit sind wir dann auf Phaedra drauf. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach... Hoppala, echt ätzend gemacht, was Phaedra so angeht. Ist man einmal richtig auf ihn drauf, ist es eigentlich schon wieder ein bisschen einfacher. Wobei einfacher ist immer so eine Ansichtssache hier. Wie ihr seht, eine Schwachstelle dort und eine Schwachstelle ist auf seinem Bein oder sowas. Ist jetzt schwer zu sagen. Also nehmen wir erstmal diese Schwachstelle uns vor und gucken dann mal weiter. Beziehungsweise, das hier ist nicht die Schwachstelle, das hier sorgt dafür, dass wir auf seinen Kopf kommen. Glaube ich. Irgendwie sowas war das. Ja. Damit kommen wir auf sein Köpfchen. Wenn ich mich jetzt hier nicht runterfallen lassen würde. Nein! Axe! Dammit, Phaedra! Max, so ein Scheiß. Egal, dann überprüfe ich jetzt, wo seine zweite Schwachstelle ist, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wo seine zweite Schwachstelle sein soll. Das wird nochmal lustig. Mal abgesehen von dem Punkt, dass ich jetzt mich so blöd angestellt habe, wird es da wirklich lustig herauszufinden, wo seine zweite Schwachstelle ist. Verdammt nochmal. Na, wenigstens haben wir beide Schild genommen. Phaedra ist ein bisschen angekratzt, ich bin ein bisschen angeknackst. Buja. Naja, nicht wirklich. Komm schon. Aber jetzt wandert er wieder eher rum, als da reinzustochen. Das ist wieder so... problematisch. Oder machst du es? Machst du... du machst das. Das ist gut. Du guckst da gleich rein. Dann kann ich ja rein... dran. Das finde ich sehr gut. Ja, geh reingucken. Weil das so seltsam ist, dass du mich bisher noch nicht durchlöchern hast, ne? Ja, finde ich auch. Na, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Na, ah, komm schon. Geh da dran. Nein. Nein. Oh Gott. Ja, danke. Danke. Oh Gott. Es wäre ziemlich ätzend gewesen, wenn ich da jetzt nicht drangekommen wäre. Naja. Also, was ist drangekommen? Draufgekommen. Bisschen festhalten, damit wir hier nicht total schnell runterfliegen wieder. Na, will die Schwachstelle sich nicht zeigen, wo ich reinpixen kann? Oder hat sich das schon erledigt mit dem reinpixen hier? Ich glaube, es hat sich schon erledigt damit. Max. Uncool, Phaedra, sehr uncool. Böses Pony. Ah, ich komme mal wieder gar nicht dazu. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Pony dafür. Ich kann nur so Mini-Messerstiche machen, weil ich sonst sowieso bei den Kolossen jedes Mal runterfliege, also ehrlich. Anderes lohnt sich bei denen gar nicht. Das war ein bisschen
traurig, aber ist halt so. Lohnt sich sonst eben gar nicht, jedes Mal überhaupt zu versuchen zu stechen. Wobei jetzt gerade... Nimm Fedra das ziemlich gelassen! Lalalala. Ich denke, wir hängen auch gerade ziemlich gut an deinem Kopf. Was ich sehr praktisch finde. Allerdings kommt dann gleich auch der Moment, wo ich hier stehe und mich wundere, wo ist die nächste Schwachstelle. Und das gefällt mir gar nicht. Und ich sehe schon vor lauter schwarzem Rauch nicht, was ich mache. Oder hat Fedra nur eine Schwachstelle? Weil diese eine Schwachstelle ist so lange hier. Nein, hat er nicht. Hat mich ja gewundert. Nur halt, wo ist denn dann die andere? Da, an der Schulter. Aha. Ja gut. Das ist noch annehmbar, denke ich. Wow. Hätte nicht loslassen sollen. Hätte nicht loslassen sollen. So. Das ist jetzt das Problem. Jetzt diese dämlichen Schulterdinger immer. Oder Arm oder Bein oder irgendwo mit, womit die laufen. Das ist so. Bläh. Wobei das deutlich einfacher ist als ein Arm oder sowas. Treffe ich überhaupt richtig? Ich hoffe mal. Ah, ich schätze mal. Ich schätze, dass ich gut treffe. Und ihr merkt, ich kann wenigstens mich mittlerweile länger festhalten als bei Valus. So. Noch 3-4 Piekser, dann bin ich durch. Aber ich denke, vorher klettere ich einmal nach oben. Um ein bisschen Energie aufzutanken. Festhalten! Pony am Aufbocken. Wuppdidu. Na. Wow, 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 wow. Die Stelle ist verschwunden. Andere Schulter? Muss ich jetzt allen Ernstes noch die andere Schulter nehmen? Ich denke mal ja. Also so wie es aussieht schon. Okay, dann die andere Schulter. Von mir aus fein. Dann hat Fedra aber auf einmal, Fedra hat dann zwei Schwachstellen dazu bekommen, weil ansonsten hat Fedra nur die Schwachstelle am Kopf. Wollte ich nur mal bemerkt haben. Fedra bekommt zwei Schwachstellen dazu. Wie nett. Und ich bin derjenige, der es aufbauen muss. Hier auf dem Hardmodus und bleiben. Super. Ah. Yippie-yay. Ich hänge hier mal wieder fest wie ein Idiot. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja, da fällt Fedra. Sogar deutlich schneller als Gaius. Finde ich gut. Bist doch gar kein so schlechtes Pony gewesen. Schockwellen erschüttern den Boden und Fedra ist tot. Ja. Schwachstellen an der Schulter oder am Schultergelenk. Ist unglaublich. Next. Ja, Agro kommt, um mich zu trösten. Liebes Pferd. Braves Pferd. Also das klang jetzt nach einer weinenden Frau. Hm. Mysteriöse Todesfälle, nein. Eigentlich nicht. Aber mysteriös. Speicher es, denn Fedra ist weg. Und die Aufnahme ist geglückt. Bidip, bidip, bidip. Hm. 4 von denen. Na gut. Damit haben wir ein Viertel des Spiels durch. Woohoo! Ja, du bist ein Aggro. Aber hier scheint es ja nicht besser zu gehen. Naja, kommt schon noch, kommt schon noch.
Klingt nach einem fliegenden Gegner. Klingt nach einem meiner Lieblingskolosse. Klingt nach einer Menge Spaß beim nächsten Mal hier bei Let's Play Shadow of the Colossus. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.